Hallo und willkommen zur 69. Folge unseres Let's Plays zu X3 Terran Conflict. Und in der letzten Folge wollten wir uns ein paar Marines holen. Dabei habe ich leider vergessen, dass wir erst noch eine Lebenserhaltung für den Frachtraum benötigen. Und um die zu holen, müssen wir zu den Piratensektoren. Und ja, eigentlich würde ich sagen, wir nehmen jetzt mal unsere Claw, sagen Navigation, docke an, nee, Navigation, fliege zur Sektorlinie der Energie. Kommando akzeptiert. Wir machen das gleiche. Wir fliegen jetzt erstmal, also wir, also unsere Centauro und unsere Claw fliegen jetzt erstmal nach Linie der Energie. Beide sind wir dort angekommen, holen wir uns erstmal ein paar Energiezellen für unsere Centaur, für unseren Sprungantrieb. Und dann wird uns die, wenn wir in unsere Claw steigen, zu den Piraten, zur Piratenstation in Brandon's Triumph fliegen, dort eine Lebenserhaltung für Frachtraum holen, wenn wir die dann haben. Dann ja, ne? Erreiche System, Trantor. Wenn wir die dann haben, können wir uns dann Marines holen. Mit den Marines können wir dann die schwere Centaur-Prototyp endlich kapern. Eieiei. Bevor wir noch in Trantor angekommen sind, war unsere Claw schon in Linie der Energie. Schnell ist das Teil wirklich. Nun, wenn es erstmal Energiezellen für die Centaur, dann werden wir mit der Claw, wie gesagt, schon rüberfliegen. Und ich schätze mal, das war's dann auch soweit vom Content dieser Folge. Und dann gucken wir erstmal bei den Sonnenkraftwerken. L-Alpha ist voll. Da docken wir an. Und docken unsere Claw an. Dann mal docke an mein Ziel. Viel effektiver der Kommand. Der Kommand. Wie viele Kinete haben wir eigentlich? Wir haben, glaube ich, noch eine kleine Mission gemacht. Jetzt wieder bei 1,1 Millionen. Und ja, das wird reichen, damit wir uns die Marines holen. Und dann die schwere Centaur-Prototyp covern sogar. Also, so wie ich es im Moment sehe, nächste Folge können wir sie covern oder übernächste Folge. Es kommt darauf an, wie lange wir für alles jetzt brauchen. Ob es schnell geht oder ob es sich noch ein bisschen hinzieht. Vorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators fühlen wir uns geehrt, Sie an Bord willkommen zu heißen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Ich gehe mal auf Ende, aber ich mache 500 rein. Die im gesamten bekannten Universum verwendet werden. Dann haben wir nämlich schon ein bisschen Frachtraum frei. Ich weiß nämlich nicht, ob die Lebenszeitung für Frachtraum noch was braucht. So, jetzt sind wir im anderen Schiff. Sicherheitsdienst. Wir haben einen 4, 6, ja, es reicht langsam. So, Navigation, docke an. Sektion 4. Wir sagen schon mal, er geht wieder zurück zur Marine-Infanterie-Ausbildungseinrichtung. Während wir, na Manuel, erstmal automatisch nach Elenas Glück fliegen. Autopilot aktiviert. Dann glaube ich, müssen wir nach Split Fire und dann ist dort Brennans Triumph, wenn mich nicht alles täuscht. Erreiche System, Trantor.
Erreiche System. Autopilot deaktiviert. Zack, wir sind in Elenas Glück. Hier sogar eine Cerberus. Argon, Militär, Cerberus. Die M7, glaube ich. Die Standard M7 von den Argonen. Und zwei schwere Zentaur, aber noch nicht die Prototyp. Wir wollen ja keine normale schwere Zentaur, sondern den Prototyp. Denn die ist bei weitem schneller als die normale schwere Zentaur. Die müssen wir dann auch sowieso erstmal noch ein bisschen suchen. Ach, falsche Taste. Tja, das Tor müsste man auch erstmal finden. Anscheinend haben die Argonen hier mit den, mit der Pirat M7, glaube ich mal. Wo war es denn? M6? Pirat M6. Ziemlich aufgeräumt. Erreiche System. Splitfeuer. Leider weiß ich nicht, was für einen Rang für Dingssektoren verbraucht wird. Für Piratenstationen. Ob ich da jetzt noch einen speziellen Rang habe, weil ein spezieller Rang ist dort nicht gelistet. Tor, Brennens Triumph. Und jetzt blöd, wenn mir keine Lebenszeitung kommt. Wey, das ist eine Mammut. Argon, Lieferant, Mammut. Also es kann auf jeden Fall nicht die sein, die wir damals hatten, die unsere Station aufgebaut hat. Mindestens wäre die schon längst wieder daheim. Erreiche System, Brennens Triumph. So, Piratenbasis, dann schaue ich mal. Ihre Basis als Raumstation bezeichnen, besteht sie eigentlich Lebenserhaltung für Frachtraum. Piratenbasis. Ich weiß noch nicht, ob wir direkt andocken dürfen. Hey. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Die Paranoiden, So, wir holen uns mal ganz schnell die Lebenserhaltung. Andockvorgang erfolgreich. Hallo Kumpel, ein herzliches Willkommen an Bord unserer Piratenstation. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk Spezielles und ab die Post. Zack. So, wo müssen wir wieder hin? Nach Western. Dann fliegen wir mal wieder zurück. Jetzt haben wir die Lebenserhaltung für Frachtraum, die wir benötigen, um die Marines in unsere Centauro einladen zu können. Dann haben wir die Marines und dann müssen wir nur noch mit dem Sprungantrieb und den Energiezellen die nahegelegenen Sektoren ein bisschen durchsuchen und schauen, wo diese schwere Centauro-Prototyp zur Verfügung steht. Es kann auch sein, dass wenn wir die schwere Centauro suchen, und sagen wir mal, unsere ganzen Energiezellen gehen aus und wir haben jetzt eine Folge verbraucht, nur zum Suchen. Dass ich dann einfach für die nächste Folge nochmal lade und nochmal suche. Weil Energiezellen werden ja dann unnötig verbraucht, weil wir sie ja nicht gefunden haben. Wie gesagt, meistens finde ich die entweder in Trantor oder in Elenas Glück. Da ist eine. Aber auch oben in der Nähe von den Baronensektoren habe ich auch schon mal eine gesehen. Ob das die gleiche ist, kann mich nicht sagen. Könnte sein, muss aber nicht. Tor, Trantor. So, dann fliegen wir mal nach Trantor. Trantor, nicht Tranktor. So, ich glaube, die Marines kann man sogar noch in der Folge holen. Dann wird es wahrscheinlich nächste Folge dazu kommen, dass wir die schwere Zentau-Prototyp, schlimmes Wort, erreiche System, Trantor, den Nagel reißen werden. Hier sind nur standardschwere Zentau, die interessieren uns nicht. Und die Cerberus von vorhin interessiert uns alles nicht, denn wir wollen nach Heimat des Lichts. Ich warte aber noch kurz, bis die Cerberus durchs Sprungtor ist. Nicht, dass die Cerberus uns während dem Sprungtor fliegen zermatscht. Oder nachdem wir durchs Sprungtor sind, kann es ja auch geben. Also hier haben wir nur Standard-Schwere-Zensaure. Wir suchen ja. Ist halt nochmal der Telefon. Puh.
Prototyp suchen, wie ich es halt schon jetzt gesagt habe. Und ja. Oh. Erreiche System. Zack. Heimat des Lichts. Können ja auch in den ganzen Sektoren, wo wir gerade durchfliegen, ein bisschen Ausschau halten. So, Marineinfanterie. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Ich kenne mich halt auch mit Marineinfanteristen nicht so prima aus. Ich hole mir einfach welche, die irgendwie ein paar interessante Künste haben oder die ein bisschen teurer sind. Die scheint mir dann ganz gut Andock zu sein, wenn sie teuer sind. So, ihre Zentauren und Senators fühlen wir uns geehrt, Sie an Bord willkommen zu heißen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Kleine die Schiffe. Klar. Erweiterte Option. Warenaustausch. So, die Lebenserhaltung für Frachtraum hätten wir gerne. Lebenserhaltung für Frachtraum. Transferiert. Dann können wir sagen, du dockst mal wieder an. An die alle Piloten. Freie Handelsstation. Dann ist unsere Klar mal wieder weg. Akzeptiert. So, dann gucken wir mal. Ich kenne mich halt mit den Marines nicht so gut aus, aber... Trainiert in mehreren... Marines können halt auch teilweise ziemlich teuer sein. Ich weiß damals für die, wie heißt die? Hyperion habe ich einfach ein paar geholt, die viel kosten. Das hat dann eigentlich auch gereicht. So, kaufen wir uns den da. Söldner, gekauft. Einen mit Kampfkunst will ich auf jeden Fall haben. Der dann singen kann, Everybody was Kung Fu Fighting. Der hat 45. Oh, Kampf 64. Gekauft. Gucken wir noch nach den teuren. Kampf hat er auch. Söldner, drei haben wir gekauft. Jetzt. Ach, den holen wir auch noch. Söldner, gekauft. Ich habe jetzt eh gar nicht so auf die ganze Sache, aber dann holen wir den Söldner, auch noch. Gekauft. So, jetzt haben wir 5 Söldner in unserem Schiff und können dann in der nächsten Folge die schwere Zentaure suchen. Und wenn wir sie gefunden haben, versuchen wir sie zu ändern. Entern. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig möglich ist. Werden wir ja dann sehen, wenn wir soweit sind. Aber das alles dann in der nächsten Folge. Also sage ich mal, Lifemaker over and out.